1968. Bist du fertig, hast du's schon. Großes Fest mitten im Winter für den jüngst geborenen Sohn. Trotz der äußerst schlechten Chancen für Prinz Wilhelm in der Welt, zeigt so mancher durch sein Kommen, dass er weiter zu ihm hält. Schon seit 1559 wurden in den Niederland alle Ketzer Protestanten hart verfolgt und oft verbrannt. Damals wehrte sich mit Kräften bald der ganze Adelsstand, und man kämpfte für den Glauben, für ein freies Niederland. Wird Prinz Wilhelm, schreibe dies, aufgenommen in den Orden vom, so heißt er, Goldenen Vlies. Später hat man ihm genommen den Besitz und alles Land, ihm, der vorher Treu und Glauben mit dem König fest verband. Schreibt, dass man es nicht vergisst, wird auf Dillenburg gefeiert, weil der Sohn geboren ist. Und Prinz Wilhelm wirbt um Freunde, die an seiner Seite gehen, für der Niederlande Freiheit, ihm im Kampf zur Seite stehen.